Also wir sind erstmal regulär alle in einem Klassenraum. Es kann schon mal sein, dass der Sonderpädagoge, der Sonderpädagogin, der die Kinder betreut oder die Kinder betreut, rausnimmt, auch schon mal in einer größeren Gruppe, auch um so ein bisschen die Ressourcen, die wir haben, zu bündeln. Ja, also es ist auch was anderes, ob man sich vielleicht mit in die Klasse reinsetzt oder man nimmt sich so eine kleine Fünfergruppe mit Kindern, die vielleicht so, die man gut gemeinsam fördern kann. Aber erstmal sind wir regulär alle in einem Klassenraum und arbeiten dann mit Bindendifferenzierung. Das ist ja sowieso so, dass Bindendifferenzierung ohnehin stattfindet. Also es bekommen auch nicht alle Regelschüler immer die gleichen Dinge, sondern wir steigen eigentlich immer gemeinsam ein, mit einem gemeinsamen Einstieg. Und dann hängt das ganz vom Thema ab. Und das ist, inwieweit wir differenzieren. Bei den Schülern mit dem, also ich finde, man muss da immer sehr unterscheiden im Förderschwerpunkt ES und im Förderschwerpunkt Lernen, weil man bei ES einfach eher schauen muss, wie gestalte ich den Lernraum für den Schüler, dass der sich gut konzentrieren kann. Braucht der ein Wibbelkissen? Braucht der einen Ball, mit dem der auf gar keinen Fall dribbeln darf? Gebe ich dem Schüler die Möglichkeit, wenn er das für sich selber entscheidet, so zu sitzen, dass er sich jederzeit hinstellen kann, an der Fensterbank zu arbeiten? Das finde ich gerade für Schüler mit ES unheimlich hilfreich. Bei denen muss man aber häufig inhaltlich gar nicht anders differenzieren als bei den anderen, als bei den Regelschülern. Im Bereich Lernen wird es dann wieder ein bisschen schwieriger. Da muss man einfach gucken, wie jeder Schüler da ganz unterschiedlich aufgestellt ist. Also wie weit ist der in seinem Lernen und vielleicht auch wie weit, glaube ich, kann der auch gehen jetzt an dem Tag oder auch insgesamt. Wenn ich einen Förderschüler habe im Bereich Lernen, der auch in seiner Muttersprache oder in der deutschen Sprache nahezu nicht schreiben kann, dann kann ich von dem nicht erwarten, dass er das im Englischen ohne weiteres erlernt. Auch nicht langsamer und auch nicht mit mehr Unterstützung als die anderen Schüler bekommen. Dann ist da einfach, da muss ich schauen, wie kann er trotzdem mitarbeiten, ohne dass er einen großen Schreibanteil hat oder dass sie einen großen Schreibanteil hat. Kann man Verbindungsübungen machen? Oder was ich wichtig finde, ist auch, dass Schüler, als alle Schüler integriert sind, gerade in so Bewegungsaufgaben im Unterricht, dann kann man das häufig gut so lösen, dass der Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen so einen Buddy an die Seite bekommt, der sich so ein bisschen mitkümmert. Das heißt, der kann mitlaufen, dieser Schüler, diese Schülerin, und ist Teil des Unterrichts, muss dann aber nicht die entsprechende Leistung erbringen, sondern hat eben den Lernzuwachs im sozialen Lernen oder im motorischen Lernen. Und da muss man immer schauen, wie ist gerade der Gegenstand und wie kann man mit dem arbeiten und mit den Schülern. Ich unterrichte auch eine Schülerin, die Unterstützungsbedarf hat im Bereich Hören. Das heißt, das Mädchen ist nicht ganz taub, aber hört eben sehr wenig. Und da muss man natürlich auch schauen, viele Sachen gehen, da läuft sie ganz normal im Unterricht mit. Das ist unproblematisch. Man sollte vielleicht auch mal ein bisschen drauf achten, auch sich selber so ein bisschen im Blick haben, weil das für sie natürlich wichtig ist, dass man in ihre Richtung spricht. Auch ist es auch wichtig, dass die Mitschülerinnen und Mitschüler das wissen, dass sie halt auch in ihre Richtung sprechen und sehr deutlich sprechen, was aber auch wieder für die Schüler von Vorteil sein kann. Weil wenn ich weiß, dass ich mit dieser Schülerin spreche und mir besonders viel Mühe gebe, sehr deutlich zu sprechen, dann ist das natürlich auch positiv für meinen Lernzuwachs. Einmal im Bereich der Empathie und im sozialen Lernen, aber auch im Bereich meines eigenen Englisch. Weil ganz oft nur die Schüler richten da sowas weg und strengen sich da nochmal besonders an. Wo man schauen muss, ist im Bereich Hörverstehen. Und dann gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Wenn diese Schülerin in der Prüfungssituation ist, gibt es da einfach andere Aufgaben. Da gibt es häufig mehr Leseverstehen. Da muss man immer so ein bisschen abwägen. Weil dann auch dann ist es so, wenn ich jetzt sage, so, wir machen jetzt Hörverstehen, aber du bekommst hier was jetzt zum Lesen, auch wenn es das Gleiche ist. Und sie natürlich dann die Lösung mit den anderen vergleichen kann, mitbesprechen kann, mit den Lösungen weiterarbeiten kann, ist sie natürlich in dem Moment raus. Und sie hört ja trotzdem auch, dass wir was hören. Man kann dann überlegen, kriegt sie Mickey-Mäuse auf, wer sind diese Kopfhörer? Oder vielleicht lese ich das auch mit, sodass sie mich angucken kann dabei. Das finde ich häufig eine schönere Lösung, weil die anderen Schüler das völlig akzeptieren. Im Prinzip ist denn das, würde ich mal sagen, meistens egal. Oder vielleicht profitieren sie auch noch davon, dass sie mich dabei angucken können und mir auf den Mund gucken können. Und würde das häufig eher bevorzugen, als dass diese Schülerin dann zwar den gleichen Inhalt bearbeitet, aber über ein anderes Medium. Bei
beides auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist immer wichtig, bei allen Schülern erstmal dafür zu sorgen, dass alle Schüler wissen, wovon sprechen wir hier. Na, also es macht überhaupt keinen Sinn, sich vorne hinzustellen und dann mache ich ganz super tollen Unterricht und alles ist über die Köpfe weg, aber ich kann guten Haken machen, dass ich jetzt eine richtig gute Stunde hatte, sondern muss einfach schauen, wie nehme ich alle Schüler mit. Und das ist ganz häufig über einfache Sprache, damit wir alle erstmal in einem Boot sind. Und dann muss man eben gucken, was kann jeder Schüler noch darüber hinaus. Und wenn man jetzt ganz einfach spricht, erstmal auch im Englischen, ist immer ganz wichtig, auch dass die Schüler verstehen, mit welchen Satzteilen arbeiten wir. Und dann kann auch viele Schüler mit dem mit unterschiedlichen Förderbereichen können natürlich auch, müssen nicht mehr Tu-Wort sagen, sondern können natürlich auch das Wort Verb verwenden. Und dann muss man eben schauen, wie hoch der Komplexitätsgrad sein kann, sodass die Schüler noch mitkommen und noch wissen, wo wir sind und auch noch einen Lernzuwachs verzeichnen können. Weil ich glaube schon, dass man die Schüler auch alle herausfordern muss, aber auch immer gucken muss, dass man die alle mitnimmt. Und ich glaube, deshalb ist es immer ganz gut, man beginnt mit einer einfachen Sprache und steigert dann den Grad der Komplexität so weit, wie jeder Schüler das eben schaffen kann. Und da muss man die immer zwischendurch ein bisschen im Blick behalten und bestimmt gelingt einem das auch ganz oft nicht. Und da geht einem auch mal einer verloren, ob es jetzt ein Schüler mit Förderbedarf ist oder nicht. Und da muss man wieder schauen, dass man vielleicht bei dem einen nochmal einen Schritt zurückgeht, aber bei dem anderen auch nicht vergisst, einen Schritt weiter zu gehen. Also da auch flexibel sein, auch in dem Moment, auch mit seiner Planung flexibel sein. Wenn man merkt, hey, das können die super, dann schaut man eben, dass man den Komplexitätsgrad erhöht und da auch mit, ich meine, wir sind hier in der Schule, ne? Wir unterhalten uns nicht nur. Natürlich geht es auch um Fachsprache, aber wir möchten eben auch alle was lernen. Ich würde erstmal sagen, dass ein inklusiver Englischunterricht gar nicht anders ist als ein regulärer, traditioneller Englischunterricht, weil wir als Lehrer ja ohnehin angehalten sind oder verpflichtet sind, jeden Schüler individuell zu fördern. Ich glaube, dass die Herausforderung häufig ein bisschen höher ist, jeden Schüler mitzunehmen, aber gar nicht, weil es schwieriger ist, so viele unterschiedliche Schüler zu fördern, sondern weil ich nur eine Person bin und die anderen Schüler sind eben 26 bis 30. Und das sind einfach sehr, sehr viele kleine Individuen, denen man ja verpflichtet ist. Und wo man schauen muss, dass man denen allen gerecht wird. Und das ist vielleicht gerade noch mal bei Schülern mit Förderbedarf noch mal ein bisschen schwieriger, weil man auf Unterrichtsstörungen, zum Beispiel auf den Bewegungsdrang von Schülern mit dem Förderschwerpunkt sozial-emotionale Entwicklung noch mal anders reagieren muss als bei einem Regelschüler. Man hat aber ja auch nicht immer den gleichen Tag, aber man sollte trotzdem, man muss da schon auch mit einer anderen Geduld arbeiten oder auch anders reagieren, als man das jetzt bei einem Regelschüler richtig wäre oder eine richtige Reaktion wäre und also schon viele Strategien haben und sich das gut überlegen. Damit dieser Schüler auch den Tag schafft. Also bei vielen Erstschülern ist es auch, die müssen auch den Tag schaffen. Und das ist für die auch häufig eine viel höhere Herausforderung, was dann ja wieder eine höhere Herausforderung für mich ist, zu überlegen, wie schaffe ich das. Aber das hat ja mit dem Unterrichtsinhalt ja erstmal nichts zu tun und auch nicht unbedingt mit der Durchführung, sondern das sind so Kleinigkeiten, die man am Rande mitmacht. Bei den Kindern im Förderbereich Lernen und gerade auch im Bereich geistige Entwicklung ist das, finde ich, häufig schwieriger, weil man einfach schauen muss, wie können die am Unterricht teilnehmen und ungefähr das Gleiche machen, das war jetzt auch häufiger bei meinen Antworten schon Thema, weil ich die eben nicht ausschließen möchte, es aber dann häufig auch schwierig ist, diese Schüler in jede Arbeitsphase zu integrieren. Das heißt nicht, dass sie nicht auch immer arbeiten, weil ja mit unterschiedlichen Materialien arbeiten können und auch von den Förderschullehrerinnen und Lehrern auch lernen, selbstständig zu arbeiten. Es ist häufig gar kein Problem zu sagen, wenn es jetzt zum Beispiel eine Stilleaufgabe gibt, alle Schüler schreiben einen Text und man den Schülern mit Förderschwerpunkt Lernen, die das so nicht hinbekommen, auch nicht mit einer Hilfestellung oder wo es auch jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit gibt, da eine Aufgabe draus zu machen, wo man fast gar nicht schreiben muss, wenn das eben da die Schwierigkeit ist, zu sagen, hey, du holst dir deine Englischmappe von hinten und arbeitest daran.
Was aber auch nicht unbedingt was ist, was man vielleicht auch nicht in einem Englischunterricht machen könnte, in dem nur Regelschüler sind oder ausschließlich Regelschüler sind. Da hat man ja vielleicht auch einen Schüler, der gerade diesen Text noch nicht schreiben kann, weil er in anderen Bereichen noch Defizite hat und dann vielleicht auch an einer individuellen Fördermappe arbeitet, weil man sagt, man muss vielleicht diese Bereiche erst aufarbeiten, bevor er da einsteigen kann. Das ist so unterschiedlich sich das nicht. Und im GG-Bereich, wie gesagt, ist es noch mal ein bisschen schwieriger, weil die Schüler eben da noch ein bisschen niederschwelliger arbeiten und ich es auch häufig ungerecht finde, man kann den ja auch nicht immer am Thema Tiere arbeiten lassen oder immer am Thema Farben. Also da kennt ja so ein Kind auch, das ist ja langweilig, es ist immer das Gleiche, aber zum nächsten Thema kommt man auch nicht so richtig. Es ist so ein, es ist vielleicht für den Lehrer selber häufiger ein Konflikt, dann zu schauen, wie werde ich mir gerecht, indem ich eben, oder wie werde ich mir in dem Anspruch an mich gerecht, an meinen Unterricht, indem ich eben allen Schülern dann gerecht werde. Das ist vielleicht der einzige Unterschied. Auch da würde ich immer erstmal vom Gegenstand ausgehen und dann schauen, wie groß kann der Komplexitäts-, wie komplex kann es werden für jeden einzelnen Schüler. Dann auch wieder im Bereich sozial-emotionale Entwicklung. Ich würde sagen, das könnt ihr genauso mitmachen wie alle anderen Schüler. Und im Bereich GG und Lernen muss man dann einfach schauen, was können die Schüler schaffen. Ich finde das sehr hilfreich, da mit Chunks zu arbeiten, also so, dass die Schüler nicht gezwungen sind, um die Grammatik anzuwenden, um da unbedingt auf, dass sie unbedingt auf eine Metaebene, also es auf einer Metaebene erklären und verstehen müssen, weil ihnen das häufig bei ihrer eigenen Sprache ja auch nicht gelingt oder bei vielen anderen Themen auch, aber dass sie zumindest diesen Sprachbaustein, den die anderen Schüler sich eventuell anders erarbeiten, trotzdem nutzen können. Also wir lesen wenig Lektüre, muss ich zugeben, im Englischunterricht, dann eher in den höheren Klassen. Und dann könnte man natürlich überlegen, wir unterrichten sowieso im 7. und 8. Jahrgang die E- und G-Kurse zusammen. Das heißt, auch da müsste man schauen können, oder ist es sinnvoll, können ist ja sehr subjektive, bei dem ist es sinnvoll, dass alle Schüler die gleiche Lektüre lesen. Und dann würde ich mich eher dafür entscheiden, gar nicht zu sagen, wir lesen Lektüre, wir lesen Kapitel, wir bearbeiten was dazu, sondern wir organisieren, ich würde das eher freier organisieren. Das habe ich auch dann, wenn es dann Gegenstand des schulinternen Lehrplans war, auch so gemacht, das eher freier zu organisieren und dann auch zu sagen, wir haben verschiedene Lektüren zur Auswahl und vom Aufgabenformat arbeiten die Schüler ähnlich oder gleich, aber eben an unterschiedlichen Lektüren. Und dann kann man das eben auch ganz einfach organisieren, dass diese Lektüren unterschiedlichen Komplexität aufweisen, unterschiedlichen Anspruch haben, aber auch die Schüler auch interessieren. Also bei einer Lektüre ist es halt auch unheimlich wichtig, dass der Schüler erstmal auch das ganz interessant findet, was er da liest, um auch bereit zu sein, das zu lesen. Und dann kann man halt ganz toll differenzieren und dann kann man auch für einen Schüler, wo es ganz einfach und mit viel Bildern und wenig Wörtern oder vielleicht auch groß geschrieben, wenn ich auch ein Kind habe mit einem Förderschwerpunkt im Bereich Sehen, dass ich dann das kann ja ruhig auch eine anspruchsvolle Lektüre sein, aber die vielleicht da anders aufgearbeitet ist, indem es ein bisschen größer geschrieben ist. Und da kann man fast noch einfacher auf die unterschiedlichen Bedarfe der Schüler eingehen. Ich würde sagen, das kommt auch wieder auf das Kind an. Also der eine ES-Schüler ist da ganz offen und vielen Dingen auch positiv. Also es ist auch nicht unbedingt so, das ist vielleicht gefühlt auch häufig so, oder es mag vielleicht auch statistisch häufig so, das weiß ich gar nicht, dass vielleicht ein ES-Schüler häufig in Konflikte verwickelt ist, sei das in emotionale Konflikte, aber auch so in dem Aushalten mit sich selber. Das sieht man ja auch ganz oft, wenn die so wibbeln und gar nicht so können. Ich glaube, manchmal merken die das gar nicht, ne, wenn die arbeiten. Und dass dann natürlich so ein Konfliktpotenzial, was so in dem Alltag der Schüler präsent ist und eventuell präsenter ist als bei anderen Schülern, dann da auch
Thema ist. Aber ich glaube, das ist was man dann eben aufgreifen muss. Und wenn es so einen großen Raum einnimmt für den Schüler, dass das im dementsprechenden Englischunterricht so mit den anderen Schülern nicht besprochen werden kann, vielleicht auch, ich meine, wir haben natürlich schon auch das Ziel einer aufgeklärten Einsprachigkeit im Englischunterricht, dass gerade auch in der Zielsprache nicht besprochen werden kann, ist das immer ja möglich, da mit dem Sonderpädagogen zusammen, entweder erstmal mit dem Schüler alleine das Gespräch zu suchen und zu sagen, hey, komm, wir nehmen uns noch mal eine halbe Stunde, oder das auch in die sonderpädagogische Förderung zu geben. Also das ist auch so, dass so Sonderpädagogen und Sonderpädagogen das auch jederzeit aufnehmen, wenn wir da das Gefühl haben, so wir stoßen da irgendwie an eine Grenze und kommen da nicht weiter und können das dann auch abgeben, was ich auch in Ordnung finde. Ich glaube auch da, dass alle Schüler die Möglichkeit haben, Zugang dazu zu finden. Also sowohl im Bereich der Komplexität als auch im Bereich des Themas. Also wichtig ist es natürlich beim Einsatz für Medien, oder das ist ja das Tolle dann, wenn man Medien im Unterricht einsetzt, dass man so an die Lebenswelt der Schüler anknüpfen kann. Und da muss man einfach schauen, wie ist deren Lebenswelt und an was möchte ich auch anknüpfen und was möchte ich vielleicht auch bei denen so ein bisschen rauskitzeln. Und auch da muss ja nicht unbedingt der Inhalt, der über das Medium vermittelt wird, angepasst werden, weil es natürlich auch gerade im Englischunterricht toll ist, mit authentischen Materialien zu arbeiten, sondern wie kann ich schauen, dass ich den Schüler bei der Verarbeitung dieser Informationen unterstütze. Also brauchen die unterschiedliche Sprachfelder, gebe ich vielleicht, wenn ich einen Film schaue, für die Schüler, die das benötigen, noch so eine Bildsequenz dazu. Das kann man, ist relativ einfach zu erstellen. Oder bekommt die Schülerin mit dem Förderbedarf Hören noch ein Transkript dazu, was sie mitlesen kann. Also wie kann ich jedem Schüler das zur Verfügung stellen oder die Materialien, die Unterstützung zur Verfügung stellen, um das Beste eben aus diesem Medieneinsatz auch für sich herauszuholen und dabei dann auch noch mal auch die Schüler nicht aus dem Blick verlieren, die da auch nochmal über sich hinausgehen können. Also es ist für alle was dabei ist und wir alle zu einem Lernzuwachs kommen, zu einem guten Ziel kommen gemeinsam. Also Nachteilsausgleich heißt ja, das wären ja zum Beispiel Schüler im Bereich die förderten Förderschwerpunkte im Bereich Sprache oder im Bereich Hören haben, ist es häufig so, dass diese Schüler mehr Zeit haben oder auch, dass die Aufgaben anders formuliert sind. Man kann sich auch überlegen, gerade wenn man die Möglichkeit hat, dass ein Sonderpädagoge oder Sonderpädagogin die Klassenarbeit betreut, dass die Aufgaben vorgelesen werden und nochmal Nachfragen gestellt werden können. Das geht natürlich auch im Klassenverband. Man muss immer schauen, dass die anderen Schüler sich ja auch konzentrieren sollen. Und wenn man mit einem Schüler redet, denken die auch, sie könnten vielleicht sich auch unterhalten. Und das ist ja auch genau vorgegeben mit dem Nachteilsausgleich. Es ist ja auch, wenn ein Schüler eine Leserechtschreibschwäche hat, dann ist das ja auch vorgegeben. Ansonsten muss man immer schauen, also es kommt natürlich auch vor, wenn man jetzt eine Klasse hat, wo man in Englisch, in Klasse 7, E-Kurs und GEKO-Schüler zusammen, die kriegen natürlich jeweils eine Klassenarbeit. Dann habe ich Lernkinder, die GEKO-Arbeit mitschreiben können und das auch im Viererbereich schaffen. Die bekommen dann zwar also ich schreibe die Note hin, aber die dürfen nur Noten bis 3 als bezifferte Noten stehen haben. Aber ich finde das wichtig, dass sie das auch sehen, weil das ja schon eine Note ist, die viele andere haben. Also manche schreiben eine 5, ne? Und weil das auch wichtig ist nochmal für uns, wenn man ja auch überlegen kann, ob man am Ende der Klasse 9 oder Anfang der Klasse 9 den Förderschwerpunkt aufhebt, sodass die den regulären Hauptschulabschluss machen können. Und dann muss man schauen, wenn man dann im Bereich Lernen ist mit Kindern, die da noch mehr Förderbedarf haben oder noch mehr an ihre Grenzen stoßen im Englischen, dass man dann eben vielleicht auch 2 oder gegebenenfalls 3, wenn man noch ein Kind im Bereich GG, also geistige Behinderung hat, mehrere Klassenarbeiten stellt, sodass es ist einfach, die sind gar nicht verpflichtet, Klassenarbeiten zu schreiben. Aber wenn alle eine Klassenarbeit schreiben, sollten eben diese Kinder als Teil der Klasse auch eine Klassenarbeit schreiben. Und es ist häufig schwierig, es geht leider nicht anders, so dass die Schüler das auch nicht mögen, wenn da keine Noten drunter stehen.
Und manchmal schaffen die eben die Arbeit, die man zwar mit dem Sonderpädagogen zusammengestellt hat, trotzdem nicht so gut, leider. Und dann, ne, steht da, macht man ein Häkchen oder vielleicht noch einen Stempel oder auch zur Kenntnis genommen oder gibt eine Rückmeldung mit den Dingen, die sie schon konnten und die sie noch nicht konnten. Oder erstellt halt 9 Punkte, wenn die halt gut waren, erstellt man einen anderen Punkteschlüssel einfach und die bekommen eben auch eine Note, die natürlich einfach, aber es macht ja nichts, sie bekommen halt eine Note und das ist eigentlich, glaube ich, auch für mich ganz klar, dass es eine andere Arbeit war. Und da muss man immer schauen, das ist so ein bisschen so eine Gratwanderung. Häufig ist das auch so, dass wenn wir Klassenarbeiten schreiben, dass wir schauen, ob das klappt, dass die mit dem Sonderpädagogen oder der betreuenden Sonderpädagogen zusammenschreiben. Das finden die Schüler auch richtig gut. Also das ist auch wieder so ein bisschen Zug auf die Frage von vorher gar nicht so, dass sie das als negativ empfinden, wenn sie dann in einen Raum gehen dürfen, sondern es ist eher so, dass andere Schüler noch fragen, dürfen wir auch mitkommen? Und dann dürfen die das natürlich auch, weil dann ist es auch nochmal eine andere, einfach eine Gruppe von Schülern, die ihre Klassenarbeit in einem anderen Raum schreibt. Also wir haben ja ein Unterricht und einen Lehrplan und wir schauen, wie das passt. Und es bietet sich natürlich häufiger im Fach Gesellschaftslehre an, als das jetzt als das im Fach Englisch der Fall ist. Und da man häufig auch die Unterrichtsgänge, nicht nur Ausflüge, sondern auch Unterrichtsgänge mit der eigenen Klasse organisiert, ist es natürlich jetzt bei uns wieder auch perfekt, weil ich das ja dann mit dem Sonderpädagogen zusammen plane. Und wir schauen uns natürlich den Inhalt an. Wir sind sowieso ja auch dabei bei diesem Ausflug. Und wir haben auch die Möglichkeit bei uns an der Schule, bei Klassen mit mehreren Kindern mit Förderbedarf auch noch einen zusätzlichen Betreuer oder eine zusätzliche Betreuung mitzunehmen. Wir haben gerade eine K4-Stelle, da bietet sich das zum Beispiel immer an. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel auch keinen Sonderpädagogen in unserem Klassenleitungsteam hätten von uns vielen, wir fahren zum Beispiel auch immer zu viert, das ist natürlich auch super, auch wenn wir da mehr Kinder sind, ist das trotzdem besser. Kann man auch immer noch, ist auch immer noch im Budget quasi eingeplant von der Schule, dass man auch noch einen Sonderpädagogen mitnehmen kann. Und ich würde jetzt erstmal sagen, das ist ja nicht, also man braucht jetzt nicht erstmal, es ist jetzt ein Problem, einen Unterrichtsgang zu machen, weil da Förderkinder dabei sind, sondern man muss eben überlegen, was könnte eine Herausforderung sein. Und dann muss man der eben begegnen und dann schaut man, aber ich denke gerade, also warum sollten Kinder mit jeglichem unterschiedlichen Förderbedarf nicht auch an kulturellen Unterrichtsgängen teilnehmen? Also auch in einem Museum, dann muss man eben gucken, wie passt Schüler E mit einer ES-Förderbedarf, wie kriegen wir den dazu, dass der auch im Museum aufpasst, ne? Dann darf der seinen Ball vielleicht mitnehmen. An- und Abreise ist ehrlich gesagt total unproblematisch, das ist nicht problematischer als mit anderen Schülern auch. Und wie bekommen da alle einen Zugang? Bei den Lernkindern ist es häufig aus meiner Erfahrung so, also auch wieder sehr subjektiv, überhaupt nicht irgendwie statistisch belegt, so dass der ein oder andere auch Defizite im motorischen Bereich hat. Also wir gehen jetzt Kanufahren noch, dann schauen wir natürlich, dass wir den Schüler auch ein bisschen besser betreut haben da, dass der uns nicht ertrinkt beim Kanufahren. Aber ansonsten würde ich sagen, muss man immer gucken, was bringt der Unterrichtsgang mit sich, wie können die Schüler vorbereitet werden und wie sichern wir uns auch ab, dass das funktioniert. Und ich sehe das erstmal unproblematisch, ehrlich gesagt. Oder nicht problematischer als bei anderen Kindern. Also es gibt ja auch andere Kinder ohne Förderbedarf, die vielleicht schwierig sind und wo man gucken muss, wie kriegt man die gut durch so einen Ausflug buxiert. Also ich würde erstmal sagen, dass ich das nicht als Mehraufwand empfinde. Also ich würde mich sehr gerne von diesem Begriff des Mehraufwands distanzieren, weil ich ja gar nicht weiß, wie ist der weniger Aufwand, weil ich ja immer nur Unterricht vorbereitet habe für inklusive Klassen. Das heißt, der Aufwand war ja immer so. Der ist jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt da keinen Vergleich. Ich würde einfach sagen, das ist eben der Aufwand, den man betreibt in der Unterrichtsvorbereitung, weil das mein Job ist. Das ist eben Teil von meinem Job. Und so Mehraufwand ist so, es ist so negativ, ne? Ich muss jetzt hier was machen, dafür werde ich gar nicht bezahlt oder es ist irgendwie gemein oder so.
sondern das ist eben der Aufwand, den man leisten muss, weil man eben auch dafür bezahlt wird, dass das eben dieser Job ist, den man macht. Also deshalb würde ich das sowieso schon mal gerne so an die Seite stellen wollen. Und also so eine Vorbereitung stresst mich nicht. Die macht man halt und mal hat man dafür mehr Zeit, mal weniger Zeit und mal macht man das sehr ausführlich und manchmal weniger, manchmal nimmt man sich mehr Zeit und manchmal ist es besser und manchmal ist es schlechter und manchmal denkt man auch, macht man was aus dem Stegreif und hat auch eine super Idee und man denkt, das ist jetzt vielleicht eher so eine 0815-Stunde und dann ist die super und manchmal setzt man sich hin und bereitet ganz tolle Sachen und ein Differenzierungsmaterial und dann denkt man, naja gut, ob das jetzt hier so einen Mehrwert gebracht hat, weiß ich jetzt auch nicht. Was natürlich schon so ist bei unseren Klassen hier an der Schule, man ist da immer sehr, sehr, sehr präsent. Also es gibt wenig Momente im Unterricht, in denen ich mich auf den Stuhl setze. Ja, also vielleicht auf den Pult oder indem ich mal was, also man trägt, vielleicht trage ich schnell was ins Klassenbuch ein, was das Thema ist, aber man ist eben immer präsent. Und sobald die Schüler auch merken, man ist nicht präsent, dann gehen die auch flöten. Also das ist schon oft schwierig und muss man immer sich auch Strategien überlegen, wie man das gut lösen kann, wenn man sich mal einem Schüler oder einer Schülergruppe zuwendet, dass die Schüler nicht sofort das Gefühl haben, so man guckt da gar nicht mehr und dann schaffen die das eben schwer, sich auch dann darauf zu konzentrieren. Aber es ist zum Beispiel auch so, wenn man eine Klasse lange hat und da Sachen einübt und jetzt sind ja die beiden Klassen in 7, die ich gerade unterrichte, auch die Klassen mit den meisten oder mit der höchsten Anzahl an Kindern mit Förderbedarf und die habe ich jetzt auch schon seit der 5 und wir üben Rituale ein und wir haben gutes Klassenraummanagement, glaube ich, und die kennen auch viele Methoden und die können die auch gut machen und mal ist es besser und mal ist es schlechter und dann müssen wir das reflektieren. Und es gibt jetzt manchmal so seit diesem Schuljahr, Mitte dieses Schuljahrs schon so Phasen, wo die einfach alle arbeiten und ich eigentlich gar nicht weiß, was ich mit mir machen soll, weil ich das gar nicht gewöhnt bin. Weil man eigentlich sonst immer super auf Zack ist und super präsent und alle im Blick hat und immer sagt, da und da und Stift und nehmen jetzt. Und also die können das auch lernen, die brauchen einfach nur länger. Man muss ein bisschen Geduld mit denen haben und denen auch die Chance geben, das zu tun und auch Verantwortung dafür sich zu übernehmen. Im Förderbereich Lernen muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass es wird wahrscheinlich die Vorbereitung komplexer werden mit dem Aufstieg der Jahrgänge, wenn man sich das von 5 bis 10 anschaut, weil es aus meiner Erfahrung so ist, dass einige Schüler irgendwann auch an eine Grenze stoßen, über die sie nicht hinauskommen, was nicht zu werten ist, was einfach so ist. Wo man dann natürlich überlegen muss, wie arbeiten die Schüler dann? Und wenn man auch schaut auf die Inhalte, die werden erstens komplexer, die verlieren dadurch, dass die Schüler ja auch älter werden und auch anders lernen und auch andere Sachen ansprechend finden, gibt es immer weniger Bilder, es gibt längere Texte, die Schrift ist viel kleiner. Das ist vielleicht auch nur was, was man denken muss bei Lernkindern, dass man da auch Arbeitsblätter immer mit einer größeren Schrift vorbereitet, interessanterweise mit der Schriftart Comic Sans, weil das eine der wenigen ist, wo das A nicht so schnörkelig geschrieben ist. Das ist eine Herausforderung auch für Schüler mit dem Förderbrechen Lernen. Also es sind so Kleinigkeiten. Und da kommt es natürlich auch, also in Klasse 5 geht es immer noch super, weil man so viel mit Bildern arbeiten kann, so viel mit Verbinden arbeiten kann. Das ist eigentlich relativ unproblematisch, da auch Unterricht zu machen, der so ähnlich ist wie das, was andere Schüler machen oder was die Regelschüler machen. Umso länger aber natürlich die Texte sind, die die Schüler lesen müssen, umso länger auch, wenn auch die Schüler beginnen zu schreiben, dann kann man lange auch noch mit Textbausteinen, kürzeren Texten arbeiten, mit so kleinen Puzzlen. Klar, das muss man dann auch vorbereiten. Das ist vielleicht dann auch ein bisschen zeitaufwendiger, aber es ist ja durchaus auch was, was man mehrfach benutzen könnte. Bis natürlich dahin, dass man auch sagen muss, dass gerade im Fach Englisch da manchmal auch einfach die Grenze erreicht ist bei manchen Lernkindern. Jetzt mal die GG-Kinder ganz ausgenommen, da erreicht man so eine Grenze natürlich viel schneller. Ein Schüler, der nicht schreiben kann, da muss man eben schauen, wie weit man da was machen kann. Und dann gibt es auch super Fördermaterial. Aber dann kommt man natürlich dazu, bei den einen Schülern früher, den anderen später, dass die nicht in jeder Stunde an dem gleichen Material arbeiten können, an dem die Regelschüler arbeiten.
Und da muss man eben überlegen, inwieweit ist das vertretbar, dass die Schüler und Schülerinnen etwas anderes bearbeiten, um aber auch zu gewährleisten, dass sie sich nicht langweilen, nicht da sitzen und nichts machen können. Und dann muss man häufig aber auch ganz andere Inhalte einfach vorbereiten. Da gibt es ganz viel sonderpädagogisches Material, was wir auch in der Schule zur Verfügung gestellt bekommen, und muss dann einfach überlegen, wie mache ich das und woran sollten die Schüler dann arbeiten, und ist das temporär sinnvoll oder ist das immer sinnvoll, oder sage ich vielleicht auch manchmal bei einem Schüler, okay, für den Hauptschulabschluss oder für den Förderschulabschluss, das ist ja dann eigentlich eher relevant, oder vielleicht macht der Schüler ja, geht dann einfach von der Schule mit einem Abgangszeugnis und geht dann weiter in die Welt, und man schaut dann, was für den Schüler relevant ist, und kann man überlegt man dann vielleicht auch mit Absprache mit den Sonderpädagogen, mit den Eltern, ob der Schüler auch mal im Englischunterricht, nicht in jeder Stunde, das geht natürlich auf gar keinen Fall, aber vielleicht auch mal, wenn was Wichtiges in Mathe ansteht, was der Schüler noch üben sollte, vielleicht das auch mal in diesem Rahmen machen kann. Oder ob man vielleicht sagt, immer in Stunden, man kann ja auch seinen Unterricht auch ein bisschen planen, in Stunden, wo die sehr schreiblastig sind oder wo die Schüler sehr dann auf einer komplexeren Ebene auch verbal miteinander kommunizieren oder diskutieren oder auch längere Texte formulieren müssen, ob man vielleicht nicht da so eine sonderpädagogische Förderstunde hinlegt, wo die Schüler dann auch aus dem Unterricht rausgehen. Das muss man einfach sich in der Planung so ein bisschen überlegen und dann gucken, wie ist das für alle Beteiligten gut umsetzbar, weil man natürlich sich auch nicht an dem Unterricht, der ja ohnehin differenziert sein soll, im besten Fall auch nicht immer neben die unterschiedlich, also neben die Schüler mit Förderbedarf nicht immer daneben setzen kann. Also es müssen auch schon Dinge sein, an denen die Schüler auch viel, nicht die ganze Zeit, die sollen da jetzt nicht 19 Minuten in der Ecke sitzen, aber viel auch selbstständig damit arbeiten können und da auch positiv, mit einer positiven Einstellung dran arbeiten können. Also da muss man vielleicht auch überlegen, ob gerade diese Materialien einen höheren Aufforderungscharakter für die Schüler haben sollten. Also erstmal glaube ich, dass das eigentlich der Dreh- und Angelpunkt oder das sein muss, was von Anfang an funktioniert. Und dafür sollte man sich auch genug Zeit nehmen, weil die Schülerinnen und Schüler vielleicht auch gerade mit sonderpädagogischem Förderbedarf, aber auch alle anderen Schüler einen sehr klaren Rahmen brauchen und Rituale und Strukturen. Und was ich schon festgestellt habe, ist, dass gerade Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich ES und im Bereich Lernen sehr unstrukturiert sind und unheimlich schnell ganz viel Unordnung haben. Und deshalb glaube ich, also dass der Unterricht immer gleich beginnt. Also da muss jeder Lehrer auch so sein eigenes immer gleich finden. Ich kann das jetzt nur von mir sagen. Bei mir ist es zum Beispiel so, die Schüler holen ihre Materialien und die liegen dann auch nicht irgendwie auf dem Tisch, sondern die liegen links oder rechts außen und zwar nach der Größe gestapelt und ganz an der Seite und sehr ordentlich aufeinander, und was anderes liegt da auch nicht. Und da liegt auch nicht noch das Glitzerhaargummi oder sonst irgendwas Schönes, mehr liegt da eben nicht. Und bevor die Tische nicht bei allen ordentlich sind, mit allen Materialien, dass auch nicht immer zwischendurch noch mal jemand nach hinten und irgendwo hingehen muss, mit allen Materialien auf dem Tisch sind, die Schüler hinter ihrem Platz stehen, bei den Kleinen, also sozusagen bis Klasse 8, müssen die auch noch einmal so die Hand hochhalten. Das ist so ein Ruhezeichen, das man vorher mit denen bespricht. Und bevor das nicht passiert, das fangen wir auch nicht an. Weil es nicht funktioniert. Weil man sich, also man kann sich eben lieber es geht immer schneller, aber am Anfang dauert es vielleicht auch 10 Minuten im ersten halben Jahr. Aber wenn man sich die nicht nimmt, dann ist der ganze Rest ist Chaos. Und dann hat man irgendwie gar nichts gewonnen. Also da auch, ich glaube auch, ist wichtig, dass man da so bei sich bleibt und auch geduldig ist und das auch schafft, 10 Minuten da zu stehen und noch zu sagen, wo ist denn noch dein Timer und bitte dein Mäppchen und der Stift muss noch da rein und den Zirkel brauchen wir nicht, der kommt bitte in die Tasche. Und dann haben wir, also jetzt im Fach Englisch ist das Begrüßungsritual ein bisschen ausführlicher, weil das auch immer mehr von den Schülern übernommen werden soll. Also
Da kommt eigentlich immer ein Schüler nach vorne und führt die Begrüßung durch und macht das Datum und erstellt dieses kleine Tafelbild mit Wetter und so weiter. Und dass man die Schüler auch, umso älter sie werden, eben auch in Eigenregie. Und dieser Tisch, der bleibt auch so. Also ich versuche die Schüler da auch immer wieder, ne? Also immer wenn wir in eine neue Arbeitsphase gehen, dann wird der auch wieder so aufgeräumt, weil die haben, also gerade für ES-Schüler ist das so anstrengend, diese Reize zu kanalisieren, zu filtern oder auch auszuhalten. Dann fällt da ein Stift runter, da fliegt ein Vogel vorbei und draußen ploppt ein Ball und der Sitznachbar macht noch irgendwie ein komisches Geräusch mit der Lippe und das ist so anstrengend für die. Und umso weniger Reize da um sie rum sind, umso weniger anstrengend oder umso einfacher ist das eben auch. Und auch, also so, eigentlich sind es ganz oft ganz banale Kleinigkeiten, also dass man das sowieso alles immer einrübt und das ist immer so. Also die fordern das auch ein. Also wenn man das mal nicht so macht, weil man dann im Stress ist, dann wir haben uns gar nicht begrüßt. Sowieso ist doch dran jetzt heute mit dem Würfel. Ne? Also das ist auch wichtig, das wollen die auch. Oder hier hat noch nicht sein Mäppchen draußen, der Timer fehlt. Ne? Also das ist auch wichtig oder wir müssen das noch dran schreiben. Dann auch, dass man das Tafelbild gleich organisiert. Das muss auch jeder für sich, wie er das, ne? Aber ich mache das zum Beispiel so jetzt in Englisch, steht rechts Gesellschaftslehre aus, steht rechts der Plan for Today oder GL heute. Ganz links kommen die Vokabel hin. Das ist wichtig, damit die dem auch folgen können mit dem Blick. Oder wenn man in eine bewegte, kooperative Phase geht, dann ist es immer so, die Schüler stellen sich erst hin, dann ist es halt so ein bisschen blöd an dem Kindergarten, aber es funktioniert ehrlich gesagt ganz gut. Ne? Die Schüler stellen sich hin, dann sage ich denen, welche Arbeitsmaterialien sie in die Hand nehmen sollen, damit bleiben sie stehen. Ich gucke, ob alle die Arbeitsmaterialien in der Hand haben. Dann wiederholt nochmal jemand, was als nächstes gemacht wird und dann bekommen sie ein Go und dann gehen die los. Also auch immer bei allem, auch wenn wir einpacken, ne? Dann sagt man ja auch immer, ihr zwei habt ja Fegedienst, ihr fegt, hier, du guckst bitte nochmal da nach deinem Fach, das muss bitte ordentlich sein und die Schüler hören zu, bis sie dieses Go kriegen. Weil sonst hat man das ganz oft, das haben wir noch, wenn man eine Klassenvertretung hat, ganz oft die das so nicht kennen, was ja klar ist und was ja auch völlig okay ist, aber dann hat man den halben Satz fertig gesprochen und dann wird da schon gewuselt und da schon gewuselt und dann ist da schon die Hälfte eingesteckt und dann ist es auch immer Unruhe. Und das ist für die Schüler, glaube ich, ganz wichtig, dass es immer so ein Ritual gibt und es geht langsam und es geht Schritt für Schritt, aber es ist auch klar, was als nächstes kommt. Und dann haben die eben auch Erfolgserlebnisse. Man muss auch, glaube ich, manchmal überlegen, dass wenn so ein Schüler, ich glaube, dass das gerade häufig für Kollegen anstrengend ist im Bereich ES, dass der macht das ja alles nicht, weil der mich persönlich blöd findet oder weil der mich ärgern möchte, sondern der kann das jetzt nicht. Und ich muss dem ja irgendwie die Möglichkeit geben, dieser Schüler muss sich oder diese Schülerin muss sich auch Mühe geben, und das annehmen, was man ihr anbietet, finde ich. Aber erstmal muss ich ja immer überlegen, kein Schüler macht ja gerade irgendwas, nur weil er einen jetzt richtig doof findet und ärgern will, sondern man muss überlegen, wie schaffe ich denn jetzt so ungefähr den Rahmen, dass wir da alle gut durch so eine Stunde kommen und da mit einem guten Gefühl rausgehen und nicht so total überangestrengt.